freue mich sehr, heute hier zu sein und mit Ihnen, mit euch, dieses spannende Projekt des Thesaurus literarischer Sprachfiguren und Bildbegriffe ausloten und diskutieren zu können. Einer der Ausgangspunkte in der Vorgespräche mit Ulrike war ein Essay, an dem ich in meiner Rolle als Dozentin für wissenschaftliches Schreiben arbeite. Er behandelt die Verführung und die Abgründe der Wissenschaftssprache, gerade auch in den Natur- und Technikwissenschaften. Deren Arbeitstitel lautet Empirische Modelle und objektive Metaphern. Einige Aspekte daraus habe ich jetzt hier weiterverfolgt und will dies mit Überlegungen zur Analogie als Herz des Denkens, so der Titel des bekannten Bandes von Douglas Hofstadter und Emmanuel Sander, zur Metapher und zur Anschaulichkeit und Räumlichkeit von Sprachbildern verbinden. Andererseits habe ich aber auch bei der Vorbereitung dieses Beitrags viele Bezüge zu früheren Arbeiten von mir, sei es zu Mythos, über Todesbilder oder zur Raubentheorie, entdeckt und aktualisieren können. Ich denke, das ist vielen hier so gegangen, dass man immer wieder Anknüpfungspunkte entdeckt hat. Im Folgenden möchte ich auch noch einen Blick auf den ganz ursprünglichen Anlass, den wir auch in Gesprächen thematisiert hatten, dieses Kolloquiums werfen, und zwar auf Rogers Thesaurus, und meine Überlegungen mit Ihnen teilen, die, denke ich, auch den Vortrag von Herrn Lauer vielleicht ganz schön noch ergänzt. Ja, und wir wollen uns fragen, wie wohl das Herz der Sprache gestrickt oder in unserem Fall gehäkelt ist. Und ich will einige Impulse geben, die von mir nicht zu Ende gedacht sind. Ja, das ist so ungefähr, ich habe das als Liste angelegt, worum es geht, Analogie, Assoziation. Ich fange gleich an. Analogie, Assoziation und magisches Denken. Während wir hier sitzen, sind wir nahezu ununterbrochen dabei, unseren Assoziationen zu folgen. Von Wort zu Wort, von Bild zu Bild, von Erinnerung zu Wahrnehmung, von Wort zu Bild und zurückzuspringen. Wir bilden Assoziationsketten, die sich von aktuellen Impulsen inspirieren lassen, verbinden diese mit subjektiven Erfahrungen, abstrakten Erkenntnissen, neuen Fragen. Wir assoziieren sogar noch im Schlaf, wenn wir träumen. Hofstadter und Sander stellen fest, dass die Erfahrung, das Verbinden des Neuen mit dem Alten durch das Wiederkennen und die Suche nach passenden Analogien geschieht. Selten bewusst, meist intuitiv und sehr schnell, gleichsam, so ihre Formulierung, in einem Meer von Analogien schwimmend. Ich möchte kurz zu den Anfängen zur Erfahrung des magischen Denkens zurückkehren, das nur scheinbar abgelöst wurde von einer neuen rationalen und wissenschaftlichen Wahrnehmung der Welt. Magisches Denken erweist sich als Ergänzung eines von Ratio und Logos, von Wissenschaft und rationaler Welterklärung geprägten Lebens, denn diese Erklärungen werden dennoch allzu oft als mangelhaft erfahren. Das magische Denken bzw. das magische Weltbild ist bestimmt durch den Grundsatz der Sympathie des Alls. Die Idee durch die Vorstellung, dass alles mit allem zusammenhängt. Eine grundsätzliche Analogie und wechselseitige Beziehbarkeit bzw. sympathetische Zusammenhänge machen somit die Welt im Großen und Kleinen, die Handlungen der Menschen und der Götter, in unserem Fall wäre es das Schicksal, zumindest nachvollziehbar. Die magischen Prinzipien weisen dabei ein vielseitiges System auf, das der Ähnlichkeit, wie in der Homöopathie, aber auch des Gegensatzes, das der Kontiguität, in dem ein Teil mit dem Ganzen identifiziert wird, Reliquienkult, ist dann ein gutes, sehr anschauliches Beispiel, das Prinzip der Nachahmung, um durch entsprechende Rituale, um nicht zu sagen Manipulation, den gewünschten Ausgang vorwegzunehmen. So erhoffen wir durch Glücksbringer, durch apotropäische Handlungen, uns den Fortgang des Geschehens gewogen zu machen, den Lauf der Dinge in unserem Sinne kontrollieren zu können. Wenn alle Ampeln grün haben, dann läuft die Prüfung auch gut. Leitmotive und die Spiegelung großer Strukturen im Kleinen, die Konstruktion von Figur und Gegenfigur, von Antinomien und Gegensätzen, prägen und ordnen auch Kunstwerke. Dies lässt sich in der Komposition von Texten natürlich beobachten und im Bemühen der Zeichendeutung erkennen und nachvollziehen. Besonders deutlich verbindet sich dies auch mit dem Ritual und seiner literarischen Repräsentation im Moment der Wiederholung,
die eine wiedererkennbare Struktur hat und damit Orientierung gibt, aber auch eine besondere ästhetische Form zeigt und damit eine poetische Wirkung vermitteln kann, wie die der Beschwörung, der magischen Anrufung und Vergegenwärtigung im Wort. Zunächst ist unser Leben ja grundsätzlich auf Wiederholung und Wiedererkennbarkeit angelegt. Wir müssen Wörter bereits kennen, um sie zu verstehen und uns sprachlich verständigen zu können. Jedes Sprechen, jede Literatur ist also per se Wiederholung. Gattungs- und Genrekonventionen bestehen aus Wiederhol- und zugleich variierbaren Mustern. Und bereits hier ist die Kenntnis des zugrunde liegenden, auf Wiederholung angelegten Modells wichtig, um die intertextuelle Fortschreibung als Variation oder Abweichung zu erkennen. Die Wiederholung als besonders offensichtliche Form der Analogie ist in der besonders kunstvoll poetischen Sprache der Literatur, im Reim, in der Konsonanz, in der Alliteration, im Rhythmus, auch in der Wiederkehr des Gleichen im Ungleichen, als ein Grundprinzip der poetischen Form erkennbar. Die Nähe zwischen poetischer und magischer Sprache offenbart sich in den Anfängen der Literatur, etwa in den althochdeutschen Merseburger Zaubersprüchen, als ihrem ersten Zeugnis. Die poetische Sprache wird dann als magische Beschwörungsformel eingesetzt, als Ritual, als Worten und Melodie, um eine Welt auferstehen zu lassen, die sonst durch die Differenz zwischen Ding und Begriff auseinanderzufallen scheint. Der poetischen Sprache sowie der Sprache als ritualisiertem Sprechen, wie im Zauberspruch, wird damit eine ganz besondere Macht zugewiesen, selbst schöpferisch wirken, eine eigene Welt erschaffen zu können. Eine dem magisch-mythischen Denken analoge Weltwahrnehmung kann man also auch in der Gegenwart beobachten, nicht nur in esoterischen Welterklärungsmodellen, sondern auch in der Bereitschaft, den Zufall als bedeutsam für das eigene Leben zu interpretieren oder zu sagen, es gibt gar keinen Zufall. Und das eigene Leben nach literarischen Mustern zu lesen und mythischen Gesetzmäßigkeiten zugrunde zu legen. Also wir alle sind auf einer Heldenreise zum Beispiel. Eduard Caeser, Physiker und Philosoph, beschreibt in starken Metaphern eine analoge Erfahrung in der Physik, die auch eine Art Weltschöpfung beschreibt. Zitat: Diese Verführungsmacht von Modellen, diesem starken, seltsamen Zauber, der einen ergreift, wenn man zum ersten Mal einen theoretischen Zusammenhang begriffen und berechnet hat. Es ist, als offenbarte sich die Welt in ihrer ideellen Reinheit. Aber umso mehr muss sie durch eine Komplementärerfahrung ernüchtert werden, denn diese Modellwelt ist nicht unsere Welt. Zitat Ende. Die Analogie arbeitet mit einer imaginierten Schnittmenge zweier Phänomene, die in Form oder Inhalt eine Gemeinsamkeit erkennen lässt, die paradoxerweise sogar im Kontrast liegen kann. Aber eben dies, auch unbewusst wahrzunehmen, stellt schon eine Schnittmenge her. Die Assoziation scheint hier durch ihre individuelle Gestalt, gespeist aus subjektiven Erfahrungen, spezifischem Wissen und dem konkreten Kontext, noch willkürlicher. Und dennoch basieren auf beidem das Denken und die Sprache, die Kommunikation. Diese ständig präsenten Assoziationen und Analogien werden uns oft erst bewusst, wenn es gewissermaßen zu Irrtümern oder Fehlern in der Verknüpfung kommt. Und diese machen deutlich, wie selbsterklärend und damit verführerisch Analogiesetzungen die Wahrnehmung und die Versprachlichung unserer Welt lenken. Ich möchte Ihnen jetzt einen Witz erzählen. Ja, Sie müssen dazu mitmachen und wirklich total spontan sein. Ja? Also. Wir sind unter Wissenschaftler. Ja, ich weiß, deswegen betone ich es nochmal extra. Also seien Sie zumindest theoretisch spontan, ja? Nicht zu viel denken. Das funktioniert bei Witzen gar nicht. Also, welche Farbe hat frisch gefallener Schnee? Weiß. Weiß, doch ganz einfach. Spontan, spontan, spontan. Weiß, ja? Welche Farbe hat diese Wand? Weiß. Weiß. Was trinkt die Kuh? Das ja, genau. Milch. Nein, die Kuh, nein, genau. Also, was trinkt die Kuh? Sie trinkt keine Milch, sie trinkt Wasser. Und selbst wenn Sie nach kurzem Zögern, das war ja hier so, indem Sie die Frage gewissermaßen versucht haben, schon zu reflektieren, richtig mit Wasser geantwortet haben, drängte sich das Bild einer weißen Flüssigkeit, also Milch, derartig dominant in die Vorstellung. Es war der einfachste Weg der Assoziation und es war richtig als Analogie. Ja, die Farbe Weiß eben als gemeinsame Schnittmenge, aber es ist eben leider in diesem Fall als Antwort auf die Frage nicht richtig gewesen. Ja,
ein anschauliches, ja oft räumlich gedachtes, wissenschaftliches Denkwerkzeug, um komplexe Sachverhalte mittels wesenhafter Gemeinsamkeit zu erläutern, ist das Modell, mein zweiter Punkt. Das Modell ist stets ein Modell von etwas, also Abbildung und Repräsentation. Wir haben das Wort auch schon, Modellierung, Modell, wieder benutzt. Es ist die Abbildung oder Repräsentation eines natürlichen oder eines künstlichen Originals, das selbst auch wiederum ein Modell sein kann. Es ist keine Kopie, sondern erfasst jeweils nur die Attribute des Originals, die relevant erscheinen, ist also immer eine Reduktion, im besten Falle eine auf das Wesentliche. Das heißt, Zitat aus einem Lexikon, auf der Basis von Funktions-, Struktur- oder Verhaltensähnlichkeiten bzw. Analogien zu einem Original werden Modelle zum Zwecke der Problemlösung im Hinblick auf bestimmte Interessen entwickelt. Wenn die innere Struktur eines Systems unbekannt ist, lässt sich nur das Verhalten bzw. die Interaktion des Systems beobachten und modellieren, und die Hintergründe lassen sich dann meist nicht oder nur zum Teil verstehen. Hier spricht man dann sehr schön von einem Blackbox-Modell, das graduell unterschiedlich die Strukturen abbilden kann, je nach Wissensstand oder auch Kosten-Nutzen-Abwägung. Dies zeigt auch schon die Chancen und die Gefahren des Modells, zumal wenn es für eine Abbildung der empirischen Verhältnisse gehalten wird und die Reduktion der komplexen Strukturen gar nicht transparent sind. Nicht zuletzt basiert etwa unsere Vorstellung von Atomen, wie kein anderer als Niels Bohr selbst nachdrücklich betont hat, auf einem Modell, einem Atommodell, mit dem wir notgedrungen arbeiten, bis wir ein besseres gefunden haben. Aktuell wird in der Teilchenphysik diskutiert, dass es eigentlich mehr Elementarteilchen geben müsse als die bisher im Modell angenommenen. Je 6 Quarks und Leptonen und 5 Bosonen und so. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Aber und bitte keine Fragen zu dem Gebiet. Ich kann Ihnen den Artikel nennen, aus dem ich es habe. Aber es geht jedenfalls hier um die Idee eines von Anfang an ganz bewusst unvollständigen Modells. Ja? Unglaublich bestimmende Modelle, die vor allem in der digitalen Welt dominieren, sind Algorithmen, um Daten zu sortieren, zu analysieren und zu bewerten. Ein Fahren, das wir auch beim Thesaurus erkennen. Etwa bei Evolutionsmodellen, um nicht zuletzt auf häufig viel zu kleinen Datenmengen große Schlussfolgerungen zu ziehen. Mathematische Algorithmen, also auf Modellen basierende Rechenoperationen, versuchen, Zitat, menschliche Denk- und Entscheidungsprozesse in Formeln und automatischen, hat Ende, Abläufen darzustellen. So wenig transparent oder so gut suggestiv, dass man ihnen blind vertraut. Das Modell ist, wenn es wirklich gut ist, auch selbsterklärend. Genau dies hat Emmanuel Durman und Paul Wilmot zu ihrem The Financial Modeler's Manifesto angeregt. Und analog zum Hippokratischen heißt, zum nicht über Hippokratischen Eid heißt es hier, ich will nur den ersten Punkt zitieren, I will remember that I didn't make the world and it doesn't satisfy my equations. Also, ich werde stets daran denken, dass ich die Welt nicht erschaffen habe und dass sich die Welt nicht an meine Gleichungen hält. Das ist bei aller Selbstironie, ist das Potenzial der wissenschaftlichen Hybris, die da ausspricht, wirklich erstaunlich. Wenn man jetzt die Idee vom Modell als Modell des Modells versucht zu Ende zu denken, landet man vielleicht möglicherweise bei diesem Bild des absoluten Modells oder, um mit Ulrike zu sprechen, des Universalmodells. Was auch, also ich habe das ja vorgemacht, aber ein schönes Zitat auch dessen ist, was uns Lilian gezeigt hat, da taucht das ja auch wieder auf. Wenn die Analogie das Herz des Denkens ist, ist die Metapher wohl das Herz der Sprache. Und ich komme damit zu meinem dritten Punkt, Metaphern und Erkenntnis, Sprung und Suggestion. In der Metapher gehen die beiden dominanten Wahrnehmungs- und Reflexionsmodi des Menschen eine Verbindung ein. Zitat, nicht nur die Sprache denkt uns vor und steht uns bei unserer Weltsicht gleichsam im Rücken, noch zwingender sind wir durch Bildervorrat und Bilderwahl bestimmt, kanalisiert in dem, was überhaupt sich uns zu zeigen vermag und was wir in Erfahrung bringen können. So Hans Blumenberg.
Markante Beispiele philosophischer Metaphern sind das Licht oder die Macht der Wahrheit. Die Metapher selbst ist anschaulich, impressiv, evident und suggestiv poetisch, indem sie selbst Sinnerwartung in die Welt legt. Damit wird die Metapher zu einer grundlegenden anthropologischen Weise der Selbst- und Welterfahrung und Darstellung, die einerseits natürlich je historisch zu kontextuieren ist, andererseits jedoch auf Bilder des kulturellen Gedächtnisses zurückgreift, die die allgemeine Verständlichkeit und die frappierende Einsicht der Metapher begründet, die eigentümliche Erfahrung des immer schon Vertrautseins mit einer Metapher, die wir hören, sogar wenn sie originell ist. Wir erkennen sie einfach gleich. Die klassische narrative Metapher selbst, der berühmte rote Faden, kann mit seinem Zwang zur Schlüssigkeit, ja, wir kennen dies auch aus Kriminalerzählungen oder aus der Traumanalyse, also der Zwang zur Schlüssigkeit und durch seine teleologische Ausrichtung auf die Verheißung einer narrativen Wahrheit auch dazu führen, dass keine alternativen Thesen und Metaphern zugelassen werden. Das ist natürlich eine Gefahr, der wir hier garantiert nicht ausgesetzt sind. Dass der rote Faden übrigens ursprünglich als Besitzkennzeichen der englischen Marine diente, die damit ihre eigenen Taue markierte, ist eine Fußnote, die sich assoziativ ohne weiteres in die Metapher vom Leben als Schifffahrt einspeisen lässt. Die Wissenschaftssprache, wie die Alltagssprache, ist jedenfalls durchsetzt von oft unreflektiert verwendeten Metaphern, vielleicht auch gerade, weil diese eine Sicherheit jenseits des theoretisch und experimentell gesicherten Wissens suggeriert, allein durch die plausible und anschauliche Beschreibung. Ja, die beschriebenen Beobachtungen und Schlussfolgerungen werden auf diese Weise implizit in eine Geschichte eingebettet, sodass sie sich weitererzählen lässt und an schon bekannte Narrative anknüpft. Studien zur Krebsforschung etwa sind durchsetzt von Kriegsmetaphorik. Da werden Zellen rekrutiert und angegriffen, sie tarnen sich und werden zerstört. Die Metapher nutzt eben nicht nur die Suggestion der Anschaulichkeit und ist dadurch Vorstufe oder auch Basis der Begriffsbildung, sondern sie verhindert sie auch oder verleitet sie in Richtung von Suggestionen. Generell gilt für Metaphern, dass wir, wie Georges Lakoff und Mark Johnson gezeigt haben, in Metaphern leben. Im Alltagsgebrauch, in der politischen Rede, in der Werbung sind Metaphern allgegenwärtig und ihre häufig auf subtil vorhandene Denksysteme bezogene Funktion, ihr unbewusster Gebrauch, sind selbstkritisch zu reflektieren. Strukturelle Metaphern, Orientierungsmetaphern und ontologische Metaphern sind fraglose wörtliche Beschreibungen mentaler Phänomene, die das Konzept unserer Weltwahrnehmung bestimmt bzw. in einem sich selbst erklärenden Zirkel spiegeln. Da in der Sprache als symbolischer Form eine Umwandlung der Anschauung und Gefühle in das Wort stattfinden muss, zeigt sich paradoxerweise, dass wir in der Metapher bei aller inhärenten Bildhaftigkeit eben auch einen zusätzlichen Abstraktionsgrad und Erkenntnisgehalt gewinnen. Der Begriff der Denkfigur selbst, etwa die im Titel und Programm dieses Kolloquiums auch immer wieder präsent ist, ist eine Metapher, die sich eben weiter fassen lässt als der Begriff der Definition und zugleich einen mentalitätsgeschichtlichen Kontext jeweils mit einbeziehen will. Ralf Konnersmann hat zum Beispiel in seinem Wörterbuch der philosophischen Metaphern auffallend viele Raummetaphern auch versammelt und bezieht sich hier auf Metaphern und die Metaphorologie als evidentes und zugleich irritierendes Orientierungswissen, auf Bildfelder wie Wohnen, deren konkrete Gestalt natürlich jeweils variieren kann, oder auch auf die von Blumenberg beschriebene ikonische Konstanz von Motiven wie Grenze oder Meer, oder auf die epistemologische Qualität von räumlichen Metaphern wie Netz, hatten wir ja auch schon, Weg, Spur oder Tiefe. Als knappes Beispiel möchte ich hier nun noch auf die Erkenntnismetapher des Lichts eingehen, die ja schon so ein bisschen angegriffen wurde. Und einen Blick auf Rogers Thesaurus werfen. Wie Hans Blumenberg zeigt, ist Licht als Metapher der Wahrheit eine der Grundmetaphern, deren Umformung die Wandlung des Welt- und Selbstverständnisses indizieren. Hier wird deutlich, dass Erleuchtung als eine Erkenntnis der Wahrheit eine Art ontologische Erfahrung ist, die wie Feuer und Erde im Dualismus von Licht und Finsternis ein elementares Urprinzip darstellt, wobei vor allem in der christlichen Interpretation dem göttlichen Licht das Böse als Dunkelheit gegenübergestellt wird.
Im Nachgang der antiken Deutung wird Licht zur Metapher des Heils, ja der Unsterblichkeit, und zur Metapher für das Naturstreben nach Wissen, für den Zugang zu einem Raum universeller, theoretischer Helle und Ansichtigkeit. Von Hans Blumenberg. Diese philosophische Metapher ist vor allem räumlich, vergleichsweise abstrakt. Wie stellen Sie sich denn Licht vor? Ja, Licht. Ist nicht so einfach, gell? Also Sonne, Glühlampe, also aber Licht geht irgendwie nicht. Also Sie können Licht an sich, eben Sie haben auch von Lichtquellen, das ist nicht das Gleiche, gesprochen. Aber zugleich ist uns natürlich bewusst, wir können Licht nicht sehen, aber ohne Licht können wir gar nichts sehen. Ja? Also immer ist das Ganze, genau wie gerade gesagt wurde, verbunden mit einer entsprechenden Verortung im Raum. Das ist übrigens auch eine schöne Doppelmetapher, die Verortung im Raum. Ja? So, einen ganz kleinen Exkurs noch in die Physik will ich jetzt ganz, ganz kurz, das ist auch ein Witz. Ich denke jetzt, ich erzähle andauernd Witz, das tue ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie hat sich das so ergeben. Vielleicht mache ich es ja und merke es gar nicht, aber das ist auch. Also, Montag, Mittwoch und Freitag ist das Licht eine Welle. Dienstag, Donnerstag und Samstag ist es ein Teilchen. Und Sonntag ruht es. Genau, ein Physikerwitz. Ja? Also, aber zurück zur Erkenntnismetapher. So. Ja. Die Antinomie zum Licht, die Dunkelheit, wird übrigens von Blumenberg unter anderem in seiner Studie Höhlenausgänge in einem Raum natürlich konkretisiert. Und das Heraustreten aus der Höhle wird als die Freiheit des Sich-Umsehens, aber auch als Zwang zur Sichtbarkeit im 19. Jahrhundert aktualisiert. Und vor allem auch dann mit den neuen technischen Verfügbarkeiten des künstlichen Lichts und seiner Effekte setzt dies sehr wirkungsvoll ein und erreicht übrigens im Hinblick darauf in unserer Gegenwart absolut monströse Dimensionen einer Überwachung. Jetzt sehen wir eine Seite aus Rogers Thesaurus, und zwar zum Stichwort Licht. Ja, Light, also Light, genau, ja, also Light, genau. Rogers Thesaurus zeigt hier assoziativ mal mehr, mal weniger leicht nachvollziehbare Synonyme und Antonyme, so ist es hier aufgelistet, zu Light, die vor allem in der jeweiligen Gegenüberstellung überzeugen, beziehungsweise sich damit in der Auflistung und den Related Notions dann auch wieder verselbstständigen. Jedes dieser Worte, also vor allen Dingen die, da sie ja auch blau unterlegt, Sie kennen es, können Sie dann anklicken und es führt Sie zu einer Kaskade natürlich von weiteren Verbindungen. Genau. Diese hier gezeigte Seite aus dem Hyperlink Thesaurus stellt natürlich mit Appearance, Knowledge und Interpretation auch eine direkte Beziehung zu den Begriffen her, die die philosophische oder die metareflexive, metaphorische Bedeutung des Lichts aufrufen können. Und ich will hier auch noch zeigen, wie das weitergeht, also welche Formen das annimmt. Das ist also wie ein Schneeballsystem. Die Auflistung der Nomen, die damit verbunden sind. Die Bandbreite ist erstaunlich und natürlich viel, viel mehr als nur eine Ansammlung von Synonymen. Thesaurus wird häufig so benutzt, also gängig als Synonymlexikon. Dafür kann man ihn natürlich benutzen, aber er ist natürlich viel, viel mehr und oft, wie man auch in Forschung festgestellt hat, er kann auch tatsächlich als so eine Art poetische Inspirationsquelle funktionieren. Also Autoren, die nachschauen und da Ähnlichkeiten und Anknüpfungspunkte finden. Die Begriffe scheinen gesammelt und strukturiert nach Form und Erscheinung von Light, nach physikalischen, wissenschaftlich-fachsprachlichen, nach alltäglichen und poetischen Kontexten. Es ist eine kreative und Kreativität initiierende Sammlung von Analogien rund um Light. Der Thesaurus offenbart selbst die verschiedenen Ebenen der Versprachlichung und Wahrnehmung, die sich an diesem Beispiel noch vor der Metaphorisierung von Light zeigen. So analysiert Gernot Wersig hier die
generelle Unterscheidung von drei noch weiter ausdifferenzierbaren Ebenen der menschlichen Bewältigung von Welt durch Sprache. Erstens im Begriff als Objekt, Wahrnehmung und Konkretisierung. Zweitens der Begriff als einer geistigen Einheit, die vom konkreten Objekt abstrahiert. Und drittens die Bezeichnung als Repräsentation und symbolischer Begriff, die die geistige Ebene repräsentieren. Und dies ist nur der Anfang, an dem seit 1852 eine Vielzahl von Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten und in der Aufnahme neuer Begriffe, auch der Löschung anderer, in einen neuen Verknüpfungen und Belegen die Welt der englischen Sprache aktualisieren und reflektieren. Klassifiziert wird dies strukturell, wir haben das gesehen, in Listen, in Reihen, in Aufzählungen, in Ketten. Dieses Ordnen von Wörtern, das auch ihre Etymologie mit einschließen kann, beziehungsweise andeutet, oder wie im Grimmschen Wörterbuch, das hatten wir auch schon erwähnt, den konkreten Kontext des erstmaligen literarischen Gebrauchs dokumentiert. Dieses Ordnen von Wörtern hat zum Ziel, sprachliche Einheiten und Begriffsbeziehungen zu sammeln und zu dokumentieren. Das klingt alles relativ klar. Ihre Komplexität zeigt sich aber sofort am konkreten Beispiel. Hier etwa auch, das ist also ein Strukturbaum als Thesaurus-Leitfaden, am Spektrum der strukturellen Möglichkeiten, was, wie und für welchen Nutzer dokumentiert und verknüpft wird. Es ist ein Modell des Thesaurus und seiner möglichen Verwendung. Ich will da jetzt nicht in die Details gehen. Ich will nur zeigen, also auch für Bibliothekswissenschaftler oder für Menschen, die wie wir an Thesauren arbeiten, sozusagen nach welchen Kategorien und Strukturen das eben auch in diesem Fall schon stattgefunden hat und wie das dokumentiert wurde. Damit sind wir schon nach Modell und Warnungskonzept und einem Blick auf die Kleinodien des Thesaurus oder des Thesaurus auf dem Weg zu meinem sehr knappen fünften Punkt, Grenzen der Sprachbilder, Anschaulichkeit der Räume. Ernst Pöppel, ein Neurowissenschaftler an der LMU, hat dazu einige interessante Beobachtungen formuliert. So stellt er fest, diese Syntopie, die Verbindung des räumlich und gedanklich Getrennten, ist Voraussetzung für Kreativität, die aus der Verbindung von explizitem Wissen, implizitem Können und persönlichem Wissen erwächst. Explizites Wissen ist dabei vor allem sprachlich reflektiertes Wissen, das es aber nicht allein ermöglicht, dass wir uns eben auch intuitiv und sicher in einer immer aufs Neue, sinnlich zu erfahrenen Welt bewegen können und müssen. Unser Denken und unsere Sprache bewegt sich immer zwischen Konkretem und Abstraktem, zwischen Begriff und Bild, zwischen Wahrnehmung und Vorstellung. Nun, gegen Ende meines Vortrags möchte ich Ihnen auch noch ein Kunstwerk zeigen, das Zeit und Raum ans Licht bringt und zugleich von seinem Schöpfer einen bemerkenswerten Kommentar erhalten hat, der Modell und Metapher und vielleicht auch ein Rätsel in sich vereint. Können Sie erraten, was dieses Bild, eine Fotografie, darstellt? Was ist das? Atompilz. Ah! Nicht ganz. Ja. Sie haben ja einen Titel dabei. Also wie wir gehört haben, das, wie bitte? Ja. Ja. Hilft Ihnen der Titel vielleicht? Der Titel ist Alice in Wonderland 1951. Also ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Alice hat blonde Locken. Okay. Also. Ein 90-minütiger Film besteht aus etwa 130.000 Einzelbildern und jedes einzelne dieser Bilder ist in meinen Fotografien enthalten. Sie könnten diese Bilder nehmen und sie wie ein Kartenspiel mischen und wie immer das herauskäme, am Ende hätten sie stets dasselbe Bild wie ich, nämlich dieses. Dieses Bild ist der Film Alice in Wonderland, die Disney-Verfilmung von 1951, genau, quasi als eine Fotografie, alle Bilder übereinander gelegt. Und das ist
Alice, die blondgelockte Alice, die, wie man sieht, doch erstaunlich oft im Zentrum, also das wirklich des einzelnen Bildes steht. Ja, und was mich natürlich als metaphorisch selbstreflexive Wissenschaftlerin besonders angesprochen hat, jede dieser Fotografien ist der genetische Code eines Films, seine visuelle DNA. Ich habe jetzt dann gedacht, vielleicht sollten wir statt nach dem Herz nach der DNA des Thesaurus suchen. Mal schauen. Ja, ich bin jetzt fast am Ende meines Vortrags und möchte Ihnen in den letzten zwei Minuten noch an den Beginn der Erforschung des Thesaurus, das Herz des Thesaurus, das Schatzkästchens, was wir gestern hatten, anknüpfen und auch an die Anfänge der Sprachbilder und des Erzählens, an Felicitas Beitrag vom Anfang. Und ich werde Ihnen das sehr kurze Märchen Der goldene Schlüssel vortragen, das die Märchensammlung der Brüder Grimm beschließt. Ich habe es auch auf Folie, aber ich lese es Ihnen, also ich trage es vor. Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinausgehen und Holz auf einem Schlitten holen. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er, weil er so erfroren war, noch nicht nach Hause gehen, sondern erst Feuer anmachen und sich ein bisschen wärmen. Da scharrte er den Schnee weg und wie er so den Erdboden aufräumte, fand er einen kleinen goldenen Schlüssel. Nun glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss dazu sein. Er grub in die Erde und fand ein eisernes Kästchen. Wenn nur der Schlüssel passt, dachte er, es sind gewiss kostbare Sachen in dem Kästchen. Er suchte, aber es war kein Schlüsselloch zu finden. Doch da endlich entdeckte er eins, aber so klein, dass man es kaum sehen konnte. Er probierte und der Schlüssel passte glücklich. Da drehte er einmal herum und nun müssen wir warten, bis er vollends aufgeschlossen und den Deckel aufgemacht hat. Dann werden wir erfahren, was für wunderliche Sachen in dem Kästchen liegen. Dankeschön.